Herzlich willkommen zum zweiten Heartbeat auf diesem Videoblog. Und zwar habe ich im letzten angekündigt, dass alles neu der Mai macht. Nicht nur die Transformer-Serie, die uns alle tiefer mit reinnimmt ans Herz Gottes, uns mehr zeigt, wo wir uns ausrichten wollen als Kirche, wo wir hingehen in den nächsten Jahren, sondern auch die Bereiche haben sich ein bisschen verändert in dieser Kirche. Es gibt 5 Bereiche, die die Ausrichtung haben, um auf den nächsten Level zu kommen mit uns als Kirche. Ich freue mich darauf, dass wir heute den ersten Bereich starten können, und zwar ist das Public Events. Public Events ist ein Bereich, den es schon länger gibt, allerdings haben wir dort einige kleine Änderungen vorgenommen, um noch besser durchstarten zu können. Gleich wird hier Clemens Luther, Dr. Clemens Luther, euch zeigen und erklären, was in Public Events alles neu ist. Hallo, ich bin Clemens Luther und ich leite den Bereich Public Events. Stell dir vor, du und deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, ihr seid unterwegs zu dem Mega-Event in München. Ihr seid nicht allein unterwegs, sondern mit euch Hunderte, Tausende andere. Und ihr kommt dort an, die Ränge füllen sich, die Spannung steigt, der Countdown läuft runter und dann geht es los. Ihr erlebt ein gigantisches Feuerwerk an Kreativität, lebensverändernden Inhalten und ansteckender Begeisterung. Eine Celebration der Extraklasse. Was für eine Vorstellung. Herzlich willkommen bei der Vision von Public Events. In Public Events bündeln wir die Kräfte, um genau das möglich zu machen. Wir wollen Unmögliches möglich machen. Wir wollen große Events noch größer machen. Wir wollen kreative Events noch kreativer, noch professioneller machen. Mit dem Ziel, Menschen die Möglichkeit zu geben, Kirche in einer ganz neuen Art und Weise kennenzulernen und Gott hautnah zu spüren. Was bedeutet das konkret? Wir bieten eine Kreativ-Community, Together We Create, für Video, Design, Multimedia und mehr. Wir bieten eine Musik-Community, wo musikalisches Potenzial freigesetzt werden soll. Und wir bieten alles, was sonst noch ein Event braucht, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Schon heute setzen wir viel von diesem Potenzial um und wollen es in Zukunft noch viel mehr tun. Wo? In wöchentlichen Celebrations, in Big Events und im ICF United. Public Events, we create. Herr Clemens, vielen Dank für diese Worte zu Public Events. Public Events gibt es ja schon länger. Was hat sich denn jetzt konkret geändert? Es hat eine Fokussierung stattgefunden. Eine Fokussierung auf die Big Events, auf Celebrations und aufs ICF United. Das heißt, auf der anderen Seite, dass Camps, Partys und Ähnliches rausgefallen sind und rausgefallen in Church Life. Rausgefallen aus Public Events in Church Life. Sehr schön. Genau. Diese Plattform, Together We Create, was kann ich mir darunter vorstellen? Ist ja auch eine Neuerung in dieser Kirche. Genau. Together We Create ist eine Kreativplattform für Video, Design, Multimedia, Tanz, Theater und Musik. Mhm. Genau. Und dort wollen wir alle kreativen Kräfte im ICF bündeln und das Potenzial freisetzen, was wir in dieser Kirche haben. Was bedeutet das denn konkret, diese Plattform? Konkret bedeutet das Folgendes, dass wir jede Woche einen Abend haben werden, wahrscheinlich Dienstagabend, wo die Kreativen einlaufen und an Projekten in kleinen Gruppen arbeiten und wöchentlich sich einfach zusammentreffen und dann Vollgas geben können. Public Events, was für ein faszinierender Bereich. Wenn du auch Interesse hast, dort mitzuarbeiten, wende dich an diesen gut aussehenden Dr. Luther. Wenn nicht, lade ich dich ein, morgen früh wieder meinen Videoblog anzuschauen, weil dann kommt der nächste Bereich. Bis dahin, ciao. Ciao.